Auf die Ankündigung von Donald Trump, die US-Strafzölle gegen China weiter zu erhöhen, hat die Wall Street mit Verlusten reagiert. Die Gespräche zwischen den USA und China in Shanghai haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Donald Trump setzt im Handelskonflikt auf Eskalation. Er drohte damit, China höllenmäßig zu besteuern. Wir haben China Strafzölle auf Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar auferlegt, die in unser Land verkauft wurden. Und China steckt das einfach so weg, indem sie ihre Währung abwerten und neues Geld auswerfen. Ich will das nicht, aber meine Leute haben mir gesagt, wir werden Anfang September weiter verhandeln. Und ich habe gesagt, das ist gut so. Aber in der Zwischenzeit gibt es einen Deal, wir erheben Strafzölle. Chinas Außenminister hat in einer ersten Reaktion die neuen Strafzölle als nicht konstruktiv verurteilt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verdüstert weltweit die Wirtschaftsperspektiven.